Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Und wir machen heute, Pokémon Let's Go Evoli natürlich, wir machen heute weiter mit der Erkundung dieser schönen Hafenstadt. Wir sind in Orania City angekommen in der letzten Folge. Und das möchten wir uns weiter ein bisschen angucken. Und mal schauen, was dieser Herr hier vor uns hat. Ich bin Grundbesitzer. Alles hier in diesem viekigen Bereich gehört mir. Ich möchte hier bauen und lasse mein Pokémon deshalb den Boden für mich ebnen. Okay. Ja, diese junge Dame und diesen Herrn haben wir schon angesprochen. Mal gucken, was dieser Angler von uns hat. Und fange an, sagen, Pokémon sind bei mir in der richtigen Adresse. Der Besitzer dieses Hauses ist gerade nicht da. Ich nutze die Gelegenheit, um daraus einen Ort zu machen, wo drin untereinander Infos und Erfahrungen austauschen können. Also so Hausbesitzer oder was? Oh, hier. Mit einem Superball ist es vielleicht da, ein Pokémon zu fangen, als mit einem Pokéball. Aber leider ist es auch ein Superball noch keine Garantie dafür, dass der Fang gelingt. Mein Geheimtipp fürs Werfen von Pokéballen? Warte, bis der Ring so klein wie möglich ist. Ziele dann genau in die Mitte. Wenn der Ring grün ist, dann ist das Pokémon leicht zu fangen. Gelb bedeutet, dass sich der einfach schwieriger geschaltet. Bei Rot, tja, bei Rot, das sehe ich schwarz. Ich habe dem Pokémon eine Nanabeere zu essen gegeben und es wurde gleich ruhiger. Ein Pokémon lässt sich viel leichter fangen, wenn es sich ständig herumzappelt. Ja, das stimmt wohl. Manche Pokémon, die bewegen sich so ein bisschen hin und her, wie man das bei den Pummelwegen hatten. So, Pokémon sind aber auch noch nicht alle Leute besprochen. Pokémon können unterschiedlich stark sein, selbst wenn sie beide den gleichen Level haben. Offenbar kann man schwachen Pokémon aber auch Bonbons geben, um sie stärker zu machen. Willst du dein Kleinschein gegen meinen Kleinschein tauschen? Ja. Oh, du hast einen Alola-Stein. Dein Kleinschein, sehe ich das gerade richtig? Dann schauen wir das mal uns an. Ja, dann mal los! Du hast, hast du echt einen Alola-Kleinstein? Sehe ich das gerade richtig? Ja, tatsächlich, es ist ein Alola-Kleinstein. Karstein hat dir deinen Kleinstein zugeschickt. Ja, es ist tatsächlich die Alola-Form. Mein Kleinstein, da staunt sowas. Mein Kleinstein hat die Alola-Form. Wenn du mir noch ein Kleinstein-Karte umbringst, tausche ich wieder mit dir. Oh, du tauschst mir die ganzen anderen. Ich habe jetzt noch keins mehr. Ich habe eben vorhin welche weggeschickt. Pokémon mit einem hohen Level sind stark. Daran ist nicht zu rütteln. Also das Pokémon hohen Level hat unterliegen Typennachteil. Ein unbesiegbares Pokémon, das gegen alles gefeit ist, gibt es einfach nicht. Es gibt nur sehr wenige Pokémon tatsächlich, die kaum eine Schwäche haben. Ich glaube, Kripok ist so eins. Das glaube ich auch nur vom Typ gegen den Typ Käfer. Das ist ein Unlicht-Typ schwach ist. Ich glaube, ein Pokémon ohne jegliche Schwäche gibt es wirklich gar nicht. Naja, okay. Also, als mein kleines Pokémon einmal vergiftet wurde, hat es sich selbst vom Gift befreit, weil es nicht wollte, dass ich mir Sorgen mache. Das musst du mich wirklich sehr gerne haben. Oh ja. Cool. Dann haben wir zumindest einen Alola-Kleinschein. Okay. Wenn ich draußen Sport mache, bin ich immer verschwitzt und dreckig. Fast schon schleimig. Der fällt mein. Wusstest du, dass Schleime aus dem Schlamm im Meer entstanden sein sollen? Vermutlich irgendwo in der Kläranlage oder so, ne? Ich habe gehört, dass manche Pokémon ihren Tänzer lieber tragen, als neben ihm herzulaufen. Wie cool muss man sein, wenn man auf seine Pokémon fliegt oder sogar übers Wasser flitzen kann? Kapador! Da gehen wir gleich rein. Bist du bereit, die wichtigste aller Fragen zu beantworten? Machst du lieber das Hunde-Pokémon Fukano oder baut sie das Katzen-Pokémon? Ich mag Fukano eigentlich lieber. Ja, tut mir leid, blöde Frage. Du musst gar nichts sagen, man sieht dir die Antwort schon an. Also, weil du ganze 5 Exemplare des Pokémon Mauzi gefangen hast, schenke ich dir ein wunderschönes Pokémon, das sich auf deinem Rücken reiten lässt. Wäre das was? Das heißt, ich muss 5 Mauzi jetzt extra fangen? Um dann Fukano zu kriegen, oder was? Mein Herz schlägt für Vogel-Pokémon. Ich ziehe mit meinem Pokémon-Partner mal Lust, um meinen Habitat zu fangen. Ich war ab, hatte. Ich hätte einen Habitat für dich. Okay. Auf diesen Dingern sollte man besser nicht rumklettern. Daran werden Schiffe mit einem Tau festgebunden. Ja, das stimmt wohl.
Ich lasse Taubsi einen Brief nach Saffronia City im Norden bringen. Da war noch eine junge Dame, die ich tatsächlich nicht gesehen hatte. Ah, ich würde sogar auf der Messe durch die Welt reisen. So könnte ich meine Freunde finden. Route 11 ist das der Anfang. Okay. Route 11 machen wir nicht jetzt. Das machen wir dann irgendwann in der nächsten Folge wahrscheinlich. Da sind wieder einige Trainer, die wir auch noch kämpfen müssen. Genau, ich habe nur ein Gebäude ausgelassen. Und zwar ziemlich bewusst ausgelassen, weil dieses hier, was ist das, der Pokémon Fanclub. Schau mal, da Pikachu nicht an niedlichen Schweif. Ich liebe meinen Jurab. Es quiekt, wenn ich ihn in den Arm nehme. Unser Vorsitzender redet ununterbrochen über Pokémon. Vor dir sitzt der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Mehr als 100 Pokémon habe ich bereits gefangen und keinen in Sicht. Wenn es um Pokémon geht, kann ich quasi wie ein Wasserfall. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu erfahren? Ja. Sehr schön, los geht's. Also, mein Galoppa ist mein absoluter Liebling. Es ist unfassbar süß, klug und bla bla. Sein Fell ist so glatt und majestätisch bla bla. Das siehst du doch genauso, oder? Du musst nichts sagen. Ich verstehe schon. Es ist so. Bla bla. Selbst wenn es schläft, es ist ganz warm und bla bla bla. Einfach wunderschön. Oh ja, ich liebe es. Es ist gar. Oh, hoppla. Die Zeit vergeht so schnell, wenn man Spaß hat. Danke, dass du mir zugehört hast. Hier, ein kleines Geschenk von mir. Du willst doch nicht wohl jetzt vom Vorsitzenden. Das ist ein Klamotten-Set. Damit kannst du dich an die Titel des Partner-Pokémons anpassen. Dann könnt ihr im Partnerlook auftreten. Du wählst es aus, indem du erst das Menü und dann den Beutel öffnest. So, okay. Heute haben wir. Ja, wir haben noch zu wenig Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Ach, wieso, warte, ich mache heute den. Ich mache heute das, was ich eigentlich auch in der nächsten Folge anschauen wollte. Also nicht die. Ich mache heute nämlich. Genau, ich mache heute einen Diktatunnel. Route 11 machen wir dann irgendwann, wie gesagt, nächste Folge. Da fehlt mir auch noch eine. Und wir gehen heute in diesen Diktatunnel. Das wollte ich heute nämlich machen. Weil das würde nämlich perfekt passen. Weil dann kann ich nämlich über eine kleine Abkürzung zurück zum Mondberg. Weil ich will noch Mondsteine holen. Und dann will ich euch vielleicht am Anfang der nächsten Folge die Entwicklung von Nidorino zu New King zeigen. Aber machen wir heute. Ich bin schwer beeindruckt. Die da sollen diesen langen Tunnel gegraben haben. Genau, dann fangen wir uns heute einen Diktar an. Vielleicht kriegen wir sogar schon eine Trino dazu. Aber erstmal dieses Diktar hier. Jawohl, ein großartiger Wurf. Da habe ich mich gerade ein bisschen mit dem Kabelfelder vom Headset. So. Dick da. Wurde gefangen. So, dann machen wir das heute weiter. Was haben wir hier? Die Dicta war letzter Zeit etwas übereifrig und haben so viele Löcher gegraben, dass man den Tunnel nicht mehr durchqueren kann. Wir füllen die Löcher gerade aus, aber das wirst du noch mal wieder lohnen. Warum vertreibst du die Zeit nicht in der Arena von Urania City? Oh, ich komme gar nicht durch. Ernsthaft? Ich hatte gehofft, dass ich heute tatsächlich... Okay. Dann machen wir das heute dann. Das kommt mir gerade an, dass ich nicht weiterkomme. Da gucke ich mal, was ich hier noch so kriege. Ich wollte eigentlich in der nächsten Folge machen, diese Dinger hier. So, den Supertank nehme ich hier mit. Oh, ist ein Pokémon, was ich noch nicht habe. Und zwar Traumato. Verdammt, ich hätte heute so gepasst. Aber wir haben schon einen Diktar. Das ist erstmal das Wichtigste. Wir haben schon einen Diktar gefangen. So, Traumato ist gefangen. Ich gucke jetzt einmal kurz über die Route hier durch.
Genau, wie gesagt, in der nächsten Folge. Okay. Gut. Oh, dieses Radfratz rennt hier auch noch rum. Ja, ich kann es halt leider nicht ändern. Ich hätte so gerne heute den Zwischenstopp über die Diktator-Route heute, Diktator-Leute gemacht. Okay, dann ist es heute einfach so. Gut, liebe Leute. Dann machen wir heute, obwohl ich mache den Diktator noch schnell, Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter über die Route 11, die wir dann morgen einmal anschneiden. Und dann geht es in der übernächsten Folge die MSM. Und dann, wie gesagt, sind es noch drei Folgen. Wo ich jetzt eigentlich ein bisschen vorher gesagt, weiter mit Major Bob bei der nächsten Arena. Wahrscheinlich nächste Arena, ich weiß es noch nicht. Vielleicht machen wir auch den zweiten jetzt von der MSM. Und dann geht es in der Diktator-Route weiter. Wieder nach der nächsten Session. Naja, wir auf jeden Fall machen wir heute Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann. Ja. Wie gesagt. Geht's morgen weiter mit Route 11. Bis dahin und tschüss.